IFS, Educational Travel. IFS hat ja ein ganz breites Angebot von ganz verschiedenen Highschools in den ganzen USA. Und mir war aber irgendwie so die East Coast am sympathischsten. Und das war dann letztendlich so die Schule, wo ich so das Gefühl hatte, ich habe hier am meisten Möglichkeiten, auch mich persönlich weiterzuentwickeln. Ein ganz breites Angebot von Musik und Sport. Ich habe besonders auf die Aktivitäten geschaut und ich fahre sehr gerne Ski. Ich mache das auch schon ziemlich lange und das wird hier im Winter angeboten. Bei mir war es so, dass meine Mutter meinte, ich soll in einen sehr sicheren Staat gehen und Maine ist gerade im Moment der sicherste Staat hier. Und dann haben wir nach Schulen gesucht gehabt und da gab es die Thornton Academy und die John Babs Memorial High School. Und die John Babs war die kleinere Schule von beiden und das hat mich persönlich sehr angesprochen, weil das sehr ähnlich zu meiner jetzigen Schule in Deutschland war. Also ich finde auf jeden Fall ein großer Unterschied, dass der Schulzusammenhalt irgendwie viel größer ist. Also einfach so dieser School Spirit, dass alle so voll dabei sind und auch immer bei den Spielen kommen und anfeuern und das gefällt mir richtig gut. Das Verhältnis von Lehrer und Schüler ist viel besser. Also manche Lehrer darf man sogar mit Vornamen ansprechen. Ich hatte ein paar Probleme am Anfang und dann bin ich einfach auf die Lehrer zugegangen und meinte so, ja, das fällt mir ein bisschen schwer. Und dann sind die direkt gekommen und haben sich richtig Zeit genommen. Also sie haben sich dann nach der Schule mit mir hingesetzt und haben dann versucht, die Aufgaben zu erklären oder so. Und dadurch hat sich die ganze Sache dann vereinfacht und auch es hat dann wieder mehr Spaß gemacht. Die Klassen sind hier deutlich kleiner, also maximal eigentlich 20 Leute. Und auch dadurch, dass quasi Musik und Sport alles mit der Schule verbunden ist, hat man auch generell ein größeres Gemeinschaftsgefühl. Also es ist hier unglaublich stark. Die Schule ist auch mehr als in Deutschland so ein Teil quasi der Persönlichkeit, mit dem man sich auch identifiziert. Und das finde ich aber echt ein cooles Gefühl, dass man das hier so hat. Ich fand es am schönsten, mit meiner Gastfamilie nach Portland zu fahren, weil ich die Stadt persönlich sehr, sehr schön fand. Es waren sehr viele Menschen da, aber es war nicht trubelig und man hat sich sehr gut zurechtgefunden. Man konnte auch sehr schön einkaufen gehen und die Stadt an sich war einfach sehr schön. Für mich war eins der schönsten Erlebnisse der zweite Ausflug, den ich mit meiner Gastfamilie unternommen habe. Wir sind dann eher in den Süden nach Maine gefahren, nach Bar Harbor. Da sind wir dann auf den lokalen Berg gefahren und da gab es eine super tolle Aussicht. Ich glaube, mir hat die Homecoming-Woche am besten gefallen. Da hatten wir so die ganze Woche durch so spezielle Aktivitäten, also zum Beispiel mal einen Filmabend oder in den Trampolinpark konnte man gehen. Und wir durften uns jeden Tag verkleiden, so nach verschiedenen Themen. Und dann dieser Jahrgang, der am meisten mitgemacht hat, der hat Punkte gekriegt und am Ende gewonnen. Und das ist quasi eine große Parade in der Schule und man läuft dann von der Schule quasi mit einem großen Menschenzug quasi zu einem naheliegenden Stadion und da ist dann ein Footballspiel, also American Football und da ist dann auch die ganze Zeit Musik. Also ich spiele auch in der Band, das ist so ein bisschen anspruchsvoll während des Marschierens so Musik zu spielen, aber es ist echt, war echt ein tolles Erlebnis und das ist halt so das krasse eigentlich amerikanische Klischee, wo man sich so denkt, okay, jetzt bin ich so wirklich in Amerika. Aber das war schon sehr, sehr cool. Also tatsächlich gibt es hier wirklich sehr, sehr viele Sportarten und ich glaube, dass auch das Wichtigste ist, einen Sport hier zu machen. Cheerleading gibt es und Football, halt in verschiedenen Saisonen muss man halt gucken, was es für Sportarten gibt. Ich habe mich tatsächlich damals für Field Hockey entschieden, weil meine Gastschwester das gemacht hat und dann hatte sie mich so ein bisschen überredet gehabt, das auch zu machen. Und ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich das gemacht habe, weil es wirklich sehr krassen Teamzusammenhalt gab. Ich habe da wirklich viele Leute kennengelernt. Also ich spiele in der Band, das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, das ist echt super. Das spielt man auch bei American Football Spielen, spielt man auch immer mit. Und dann gibt es aber auch so was wie Chor oder quasi Klavier gibt es auch und auch Fotografie oder Psychologie, also echt coole quasi Fächer.
Aber auch sowas wie Schulausflüge oder so, gibt es echt viele. Ausflüge in den Wald oder es gab auch schon einen in den Acadia National Park oder in die Mall in Portland oder so. Im Winter dann auch zum Beispiel Skiausflüge oder so, also von daher gibt es auch echt viele Möglichkeiten. Ich hatte so das Gefühl, dass bei einer Gastfamilie, dass man noch mehr in diese amerikanische Kultur reinkommt und dass man da noch mehr schauen kann, okay, wie ist eigentlich wirklich so ein typisches amerikanisches Familienleben? Und deswegen, das war eigentlich so meine Motivation, dass ich einfach mal neuere Strukturen erleben wollte. Ich persönlich fand das halt auch einfach schön, dieses typische Austauschjahr zu machen, auch wenn ich dann halt auf eine Privatschule gehe. Und das war mir dann halt auch persönlich einfach wichtig, dann eine Gastfamilie zu haben, wo ich dann auch ein Einzelzimmer habe. Und vielleicht auch einfach gleich schon mal so eine Anschlussperson, mit der ich dann irgendwas unternehmen kann. Bei mir war es als allererstes tatsächlich die Entscheidung meiner Eltern. Die meinten, ja, wenn du im Internat bist, hängst du vielleicht ja nur mit den anderen deutschen Austauschschülern ab und wir wollen ja, dass du richtig Englisch lernst. Es ist eigentlich kein Problem, wenn man außerhalb wohnt. Also ich habe mich am Anfang nicht getraut zu fragen, ob ich irgendwo hingefahren werden kann. Aber mit der Zeit hat meine Gastmama halt auch immer so gemeint, so ja, wenn ihr wohin müsst, dann sagt ihr Bescheid. Dann fahre entweder ich euch oder die Oma oder der Papa oder so. Also man hat auf jeden Fall eigentlich immer eine Möglichkeit, wohin zu kommen. Irgendwie hat mich das mehr interessiert, mal so das Internatsleben kennenzulernen, weil man ja trotzdem auch die Kultur kennenlernt. Also hier jetzt auch im Dorm wohnen auch viele Leute, die eigentlich aus der Gegend sind, aber einen zu langen Schulweg hätten, wenn die jeden Tag mit dem Bus fahren müssten, also zum Teil mehr als eine Stunde oder so. Aber gleichzeitig lernt man dann auch ganz viele Leute von überall kennen, also ganz viele verschiedene Kulturen. Es gibt eigentlich verschiedene Dorms, ich glaube jeweils drei für Jungen und für Mädchen. Und meins ist eigentlich direkt neben der Schule, also wirklich das Haus daneben. Die Zimmer teilt man sich immer zu zweit oder manchmal auch zu dritt. Aber wenn die zu dritt sind, dann hat man so ein großes Zimmer, was so ähnlich ist wie ein Wohnzimmer. Und dann hat jeder so sein kleines Schlafzimmer. Und ich teile mir jetzt eins mit einem anderen Mädchen. Und am Anfang hatte ich da ein bisschen Probleme damit, dass es nicht so ordentlich geblieben ist. Aber da haben wir dann drüber geredet und auch zusammen aufgeräumt. Und jetzt ist eigentlich alles gut. Also ich hatte tatsächlich am meisten Angst davor, dann Freunde zu finden, weil man vor allem auch auf TikTok und so manchmal gehört hat, dass es relativ schwer auch sein soll, am Anfang Freunde zu finden. Das war dann tatsächlich aber auch gar nicht so. Dadurch, dass meine Gastschwester in meinem Alter war, hatte ich von Anfang an gleich Anschluss und ich verstehe mich auch mit anderen AustauschschülerInnen sehr gut. Und dadurch habe ich hier schon sehr viele Freunde gefunden. Bei mir war es auch so, dass ich eher Angst hatte, den Anschluss nicht so wirklich zu finden und dann meine ganze Freizeit alleine verbringe. Das war dann überhaupt nicht so. Also wir haben uns ja auch schon auf dem Flug kennengelernt und haben uns auch gleich alle super verstanden. Und dann in Kursen habe ich eigentlich recht schnell jemanden gefunden, mit dem man dann reden kann. Ich hatte am Anfang am meisten Angst, dass ich halt nicht mit meiner Gastfamilie klarkomme. Das kommt natürlich auf die Gastfamilie an, aber bei mir ist das gar nicht so. Das fühlt sich an wie so eine richtige Familie, also gar nicht so, als ob man hier nur zu Besuch ist, sondern ich glaube, es wird richtig schlimm, hier wegzugehen. Auch wenn man so ein bisschen quasi schüchterner ist oder introvertierter ist, ist es überhaupt kein Problem. Also die Amerikaner sind da auch komplett freundlich und gehen wirklich auf einen zu. Und ich würde auch jedem empfehlen, quasi einen Sportart zu machen, weil das einem auch wirklich hilft, quasi in die Community reinzukommen und auch wirklich gute Kontakte zu machen. Also tatsächlich, ich glaube, das ist bei uns beiden sehr gleich, da wir uns gerne miteinander treffen und mit unseren Freunden treffen. Und dann gehen wir meistens auch ins Open Gym. Das ist halt ein Fitnessstudio von der Schule aus und das ist immer von 2 bis 3 Uhr offen. Und da gehen wir dann meistens hin und danach gehen wir meistens in ein Café oder dann halt zurück zum Dorm und quatschen dann einfach ein bisschen, machen Hausaufgaben. Während der Saison ist es natürlich, dass wir viel mit dem Training beschäftigt sind. Also ich habe Cheering gemacht, die Saison ist jetzt vorbei. Und das sind dann 1,5 Stunden, die ich dann jeden Tag beim Training war. Über den Winter mache ich Ballett, das aber nicht von der Schule, sondern so eine externe Ballettschule. Und sonst gibt es auch von der Schule richtig viele Clubs, wo man zum Beispiel über die Mittagspause oder vor oder nach der Schule hin kann. Und da bin ich jetzt im Buchclub und im Umweltschutzclub und in so einem Keyclub. Ich weiß gar nicht so genau, was es eigentlich heißt, aber da unternimmt man so Soziale Projekte. Ja, genau. Ja. Und dann sammelt man Geld für einen guten Zweck.
Man kann auf jeden Fall auch echt schön spazieren gehen, also so am Wasser und so. Da gibt es auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, sich zum Beispiel draußen hinzusetzen und zu lernen. Bisher habe ich im Sport Fußball gemacht und die Sportarten sind ja hier saisonabhängig. Und das ist jetzt aber leider vorbei. Und sonst gehe ich hier, wie man sehen kann, jeden Abend ins Open Gym. Das ist Kraftraum plus Basketballhalle. Man kann hier aber auch Badminton spielen zum Beispiel. Sonst gehe ich aber auch manchmal einfach essen mit Freunden im mexikanischen Restaurant hier. Und da gibt es ja auch echt gute Möglichkeiten. Also sei es irgendwie 5 Minuten von der Schule. Also die Schule ist eigentlich direkt im Downtown. 5 Minuten von der Schule gibt es wahnsinnig viele Cafés. Da kann man hin oder sonst auch können die Gasteltern oder eben der Van von den Dorms können die dann auch super zu Restaurants bringen. Was wir auch tatsächlich öfter machen, ist wandern gehen, vor allem am Wochenende. Hier in Maine ist das wirklich perfekt, hier gibt es so viele Wandermöglichkeiten. Da können wir einfach irgendwo hinfahren, eine halbe Stunde von hier entfernt und einfach wandern gehen. Als das Wetter noch etwas besser war, sind wir dann immer zu einer Freundin, so 5 Minuten von uns entfernt gefahren und sind da in den Pool gesprungen. Dann immer mal so kleinere Ausflüge in die etwas nähere Umgebung. Wir sind schon mal nach Kanada gefahren, das war so 3 Stunden von hier. Also Kanada, man denkt, es ist so krass ähnlich zu Maine hier, gerade weil es an der Grenze ist. Aber es ist echt nochmal anders und das war auch echt gut zu erleben. Also 2 Stunden von hier ist quasi einmal die Küste. Da ist es so, das heißt Bar Harbor. Das ist quasi ein Nationalpark, also Acadia Nationalpark. Und der ist echt cool, das ist von der Natur wirklich beeindruckend. Und dann auch 2 Stunden von hier ist Portland, das ist quasi eine größere Stadt. Und da fährt man eigentlich auch regelmäßig hin, sei es zu irgendwelchen Sportaktivitäten oder eben zum Einkaufen oder so. Also auf jeden Fall sich nicht zu viele Sorgen zu machen, weil ich hatte davor ein bisschen Angst, dass es schwer wird, mit Leuten halt so sich anzufreunden am Anfang, besonders wenn ich dann auf die zugehen muss oder so. Aber das war eigentlich überhaupt nicht so, weil richtig viele Leute von sich aus auch gefragt haben und sich interessiert haben. Also es ist viel, viel einfacher, als man sich es eigentlich vorstellt. Also ich glaube, mein Tipp war wirklich, einen Sport zu machen. Da lernt man viele neue Leute kennen und auch sehr, sehr interessante Leute und coole Leute, die man vielleicht, wenn man keinen Sport gemacht hätte, gar nicht getroffen hätte. Wenn man hier hinkommt, ist alles erstmal so ein bisschen fremd. Zum Beispiel irgendwie den Gesprächen oder der Kultur oder dem Essen. Es ist alles so ein bisschen anders als in Deutschland oder als in Europa, wie man es gewöhnt ist. Aber einfach da wirklich offen sein und dann wird es auch, dann gewöhnt man sich da echt schnell dran und dann ist es auch alles easy. IFS, Educational Travel.